Die Sendung Crime Watch UK, die von 1984 bis 1917 im britischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, diente als Brücke zwischen der Bevölkerung und den Strafverfolgungsbehörden, indem sie die resonantesten Vorfälle im Königreich beleuchtete. In jeder Folge stellten Schauspieler die Umstände der Fälle nach und die Moderatoren baten zusammen mit der Polizei die Zuschauer um Mithilfe bei der Suche nach den Verdächtigen. Während der Laufzeit der Show konnten 110 Kriminelle gefasst werden. Diese spezielle Folge, die im Herbst 1986 ausgestrahlt wurde, beinhaltete die Geschichte des mysteriösen Verschwindens zweier Freundinnen, das nach 35 Jahren am 19. Mai 2020 aufgelöst wurde. Nicola Fellows und Karen Hathaway, die am 9. Oktober 1986 in einem Vorort von Brighton abwesend waren, waren unzertrennlich. Obwohl sie in verschiedenen Bildungseinrichtungen lernten, hinderte es sie nicht daran, den Großteil ihrer Freizeit zusammen zu verbringen, einschließlich Mittagessen bei sich zu Hause. An jenem schicksalhaften Tag beschlossen die Mädchen nach der Schule, in der Nähe des Hauses einer von ihnen spazieren zu gehen und blieben die ganze Zeit zusammen. Sie wurden zuletzt gegen 5 Uhr nachmittags von Nicolas Mutter gesehen, wie sie auf Rollschuhen direkt unter ihren Fenstern fuhren. Vermutlich hatten sie die Rollschuhe von anderen Freunden ausgeliehen. Unglücklicherweise erschienen sie an diesem Abend nicht zu Hause, was ihre Angehörigen dazu veranlasste, die Polizei zu benachrichtigen. Trotz nächtlicher Suchaktionen blieben die Bemühungen erfolglos und erst am nächsten Tag, dem 10. Oktober, begann eine groß angelegte Suchaktion. Etwa 200 Personen, einschließlich Sicherheitsoffiziere und Einheimischen, haben sich zusammengetan, um bei der Aufklärung zu helfen. Aus Brighton wurde ein Fluggerät entsandt, in der Hoffnung, die abwesende Personen aus der Luft finden zu können. Am Tag, als die Aufklärungsoperation begann, strahlten die lokalen Fernsehkanäle eine Videobotschaft von Karen Michelle Hathaway aus, der Mutter der Vermissten. Sie drückte die Hoffnung aus, dass ihre Kinder sich lediglich verloren hatten, und appellierte an jeden, der Informationen zum Aufenthaltsort der Vermissten haben könnte, sich bei ihr zu melden. Parallel dazu befragte die Ordnungsbehörden die örtliche Bevölkerung, ob jemand die Mädchen am Vortag gesehen hatte und wenn ja, zu welcher Zeit. Diese Interviews halfen den Detektiv, eine vorläufige Zeitachse der letzten Stunden vor dem Verschwinden zu erstellen. Es wurde festgestellt, dass die Mädchen etwa um 5:30 am Abend in der Nähe des Naturschutzgebiets gesehen wurden. Der Parkwächter, der am Stadtrand tätig ist, berichtete, dass er sie darauf hingewiesen hatte, dass sie in solchen Gebieten von Erwachsenen begleitet werden müssen. Die Freundinnen schienen keinen Widerspruch zu leisten und versprachen, sofort nach Hause zu gehen. Tatsächlich beschlossen Nicola und Karen, dem Rat eines Fremden zu folgen und machten sich auf den Weg zurück nach Hause. Am Abend, gegen 6 Uhr, wurden sie in der Nähe eines lokalen Fischladens gesehen, später auch in der Umgebung von Bar Kim Road. Die Mädchen gingen durch einen Übergang, überquerten die Straße und steuerten die nächstgelegene Imbissbude an. Genau dort holte sie Tracy Cox ein, die einen Teil ihres Gesprächs auffangen konnte. Was sie hörte, veranlasste sie einzugreifen. Nicola schlug Karen vor, erneut in die Grünanlage zu gehen. Tracy, die sich der Gefahren eines solchen Spaziergangs bewusst war, riet ihnen dringend davon ab und bot an, die Mädchen nach Hause zu fahren. Schließlich folgten sie zu dritt der Lewis Road, bogen dann zu den Wohnhäusern ab, vorbei an einem Kinderspielplatz. In der Nähe des Spielplatzes bemerkten Nicola und Karen, dass ihr Haus nicht weit entfernt war. Nach einigen Abschiedsworten verließ Tracy sie, und zu dieser Zeit hatte die Abendzeit bereits die Straßen eingehüllt. Auf dem Heimweg, auf der Barker Road, trafen sie auf eine Postbotin namens Michelle, die freundlich nach ihrer Richtung fragte. Die Mädchen antworteten, dass sie nach Hause zurückkehrten. Zu diesem Zeitpunkt, gegen 6.25 Uhr, bemerkte sie Miss Tipp. Einige Zeugen behaupteten, sie hätten Nicola und Karen gegen 7:30 Uhr abends in der Nähe der Grünanlage gesehen.
Während der Befragung von Zeugen kam eine besorgniserregende Entdeckung ans Licht. Im Park wurden Nicola und Karen entdeckt, versteckt unter einem Layer aus trockenen Blättern und teilweise mit Erde bedeckt. Diese traurige Entdeckung machten Kevin Olland und sein Freund Matthias. In der Nähe des Fundorts wurde der 20-jährige ortsansässige Russell Bishop gesehen, der unter polizeilicher Aufsicht stand. Russell beteiligte sich an der Suche und brachte seinen Terrier Missy mit, von dem er behauptete, dass er ausgezeichnete Suchfähigkeiten habe. Als die Polizei am Fundort eintraf, wurde klar, dass die Handlungen des Störers nicht im Voraus geplant waren. Hätte er einen Plan gehabt, hätte er die Spuren seines Vorfalls sorgfältiger verborgen. Der Störer handelte offenbar überstürzt, führte seinen bösen Plan gegen Nicola und Karen durch und verschwand schnell vom Tatort. In einem kleinen Städtchen ereignete sich ein Verbrechen, das die Bewohner zutiefst erschütterte. Keine Spuren von genetischem Material des Täters wurden gefunden. Die Polizei erwog verschiedene Theorien und dachte, der Täter könnte sowohl jemand aus der Stadt als auch ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer sein. Der Park, nahe der Straße, die von Brighton nach Lewis über Lewis Broad führt, könnte der Ort gewesen sein, wo der Fahrer die zwei Mädchen am Straßenrand bemerkte. In jener Nacht überprüfte die Polizei die Alibis aller Männer, die im Bereich des Hyde Parks gesehen wurden. Einer der Suchenden, ein junger Mann mit einem Hund an der Leine, erregte den Verdacht eines Polizisten. Dieser junge Mann war der 20-jährige Russell Bishop, ein Einheimischer, der aktiv an der Suche teilnahm. Sein Verhalten wurde jedoch merkwürdig. Als er sich mit dem Beamten dem Fundort der Beweise näherte, Russell stoppte plötzlich einige Dutzend Meter entfernt und weigerte sich weiterzugehen, behauptend, er wisse schon alles und näherte sich an diesem Tag nicht dem Ort. Sein Hund Casey blieb ebenfalls bei ihm, ohne sich den Beweisen zu nähern. Es schien, als hätte Russell die beiden Mädchen zu Lebzeiten gekannt. In einem kleinen Vorort von Brighton, wo jeder jeden kennt, war das Leben von Russell Bishop kein Geheimnis für die Einwohner und die Polizei. Russell wuchs in einer wohlhabenden Familie auf, die 2,5 Kilometer von den Häusern von Karen und Nicola entfernt lebte, umgeben von 4 Brüdern. Seine Mutter, Sylvia Bishop, war bekannt für ihren strengen Charakter, möglicherweise beeinflusst durch ihren Beruf als Hundetrainerin, und hielt den Haushalt streng unter Kontrolle. Als Dachdecker verdiente Russell sein Leben und wohnte in einer Wohnung zusammen mit seiner schwangeren Freundin und ihrem kleinen Sohn. In der Stadt war er als Bewunderer weiblicher Schönheit bekannt und oft in Gesellschaft junger Damen zu sehen. Seine Freundin verdächtigte ihn einer Beziehung mit Marion Stevenson, die ganz in der Nähe der Häuser von Fellows und Hathaway lebte. Russell kannte auch Barry, Nicolas Vater, und sein Freund Dougie Judd riet Herrn Fellows dringend, jede Interaktion Russells mit seiner Familie zu vermeiden, und warnte, dass Bishop ein besonderes Interesse an Frauen zeigte, ungeachtet ihres Alters. Russell Bishop wurde zum Gegenstand der Aufmerksamkeit der Ermittler, nachdem Dougie von seiner Angewohnheit berichtet hatte, den vorbeigehenden Damen hinterherzuschauen und ihnen nachzupfeifen. Ein Verhalten, das viele vielleicht als harmlosen Spaß eines jungen Mannes ansehen würden, führte dazu, dass die Behörden ihn nach seinem Aufenthaltsort am Abend des 9. Oktober befragten. Während der Befragung gab Russell mehrere verschiedene Geschichten seiner Aktivitäten an diesem Abend an. Zunächst behauptete er, nach einer Zeitung am Kiosk gesucht zu haben. Dann sagte er, er sei auf dem Gelände des Universitätscampus von Sussex gewesen. Diese Widersprüche in seinen Aussagen führten zu seiner Festnahme am 31. Oktober wegen Verdacht auf eine Verletzung, obwohl es keine konkreten Beweise gegen ihn gab. Die Ermittlung stützte sich auf die Variabilität seines Alibis und die Meinungen von Bekannten über seinen Charakter. Am 3. Dezember wurde ihm offiziell die Erhebung von Anklagen wegen des Verbrechens vorgelegt, und im Jahr darauf begann der Prozess, der mehr als 2 Monate dauerte. Russell wurde jedoch ohne Schuld befunden. Die Staatsanwaltschaft stieß auf mehrere Schwierigkeiten beim Versuch, seine Schuld zu beweisen. Sie konnte die genaue Zeit des Verbrechens nicht festlegen,
die vermutlich zwischen 15 Minuten nach 5 und halb 7 Uhr abends lag, was den Zeugenaussagen widersprach. Außerdem wurden keine Fingerabdrücke von Russell am Ereignisort gefunden. Das einzige Beweisstück, auf das die Anklage bestand, war ein Sweatshirt der Marke Blue Panther, was für eine Verurteilung nicht ausreichte. Unweit des Ereignisorts fanden sie einen Pullover, der nahe den Bahngleisen abgelegt wurde, die zur Station führen. Die Ankläger vermuteten, dass Russell auf seinem Heimweg abends entlang der Gleise ging, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, potenzielle Beobachter zu treffen. Bei einer vorläufigen Anhörung sagte Jennifer Johnson, Russells Freundin, dass der gefundene Pullover ihrem Freund gehöre. Später änderte sie jedoch ihre Aussage vor Gericht und betonte, dass ihre Worte während der Befragung missverstanden wurden und sie Russell nie in diesem Pullover gesehen habe. Der Richter wies die Geschworenen darauf hin, dass sie ihr Urteil überdenken sollten, falls sie Unsicherheit an der genauen Tatzeit und dem Gesamtgeschehen haben, was auf Russells Reinheit hindeuten könnte. Letztendlich erhielt Russell einen Freispruch und der Fall wurde zur weiteren Untersuchung weitergeleitet. Russell Bishop fühlte sich des Rechts beraubt und begann, aktiv mit den Medien zu kommunizieren, was ihm 15.000 Pfund einbrachte. Über 23 Jahre lang kam die Untersuchung nicht voran, bis plötzlich ein neuer Bekannter auftauchte, Nikolaus Vater, Barry Fellows. Im 23. Jahr der Ermittlungen, am 7. April 2009, wurden Barry und Douglas Judd, ein 44-jähriger Mann aus Brighton, im Rahmen einer Operation der Essex-Polizei festgehalten. Die Ermittler vermuteten, dass es vor dem Ereignis zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen Nicola und ihrem Vater gekommen war, was durch die Aussage von Bishops schwangerer Freundin, Jennifer Johnson, bestätigt wurde, die noch aus dem Jahr 1986 stammte. Trotz langjähriger Untersuchungen wurden keine Informationen gegen die Männer gefunden und am 18. Juni 2009 wurden beide freigegeben. Barry Fellows, mittlerweile Vater von 8 Kindern und 59 Jahre alt, teilte seine Gefühle mit: Gegen 7:30 morgens stürmten 7 oder 8 Polizisten in mein Haus. Ich war gerade dabei, zur Arbeit zu gehen, und es war eine echte Überraschung. Die Tage danach waren extrem schwierig, als ob ich in die dunkelste Zeit meines Lebens zurückversetzt worden wäre. Ich musste 5 Wochen lang krankgeschrieben werden, verlor nicht nur Geld, sondern auch meinen Ruf als anständiger Mensch und Vater. Zu realisieren, dass ich durch diese Ereignisse 23 Jahre meines Lebens verloren hatte, war sehr hart. Alles, was mir blieb, war die Traurigkeit über den Verlust meiner Tochter. Herr Fellows stieß auf ungerechtfertigte Kritik von der Polizei, die seinem Fall, seinen Worten nach, nicht die gebührende Aufmerksamkeit und Sensibilität entgegenbrachte. Die öffentliche Unterstützung für Herrn Fellows wuchs, nachdem 2 andere Personen festgenommen wurden, was viele an seiner Schuld zweifeln ließ. Letztendlich musste sich die Polizei bei ihm entschuldigen. Am 10. Mai 2016 berichtete der Guardian über die Festnahme einer Person unter Vermutung in einem Fall, der 30 Jahre zuvor, 1986, im Brightoner Wald geschehen war, was eine große öffentliche Aufmerksamkeit erregte. Die lokalen Medien bezeichneten diesen Fall als das Vorfall im Wald. Der Zeitungsartikel war knapp und erwähnte nur kurz die Ereignisse von vor 30 Jahren, schloss mit der Bemerkung, dass der Name des Verdächtigen besser nicht genannt werden sollte. Tatsächlich wurde die Untersuchung dieses Falls all die Jahre fortgesetzt. Der Verdächtige musste nicht im ganzen Land gesucht werden. Er war unter jenen, die bereits eine Strafe für ein ähnliches Vergehen verbüßten, das 4 Jahre nach dem Ereignis mit Nicola und Karen begangen wurde. Damals ging eine Einwohnerin von Brighton, die er in den Wald brachte und dort ließ, in der Annahme, dass seine Tat unbemerkt bleiben würde. Glücklicherweise blieb die Frau am Leben und konnte später den Verstoßer identifizieren. Anfang der 90er Jahre, genauer im Januar 1991, wurde ein Mann wegen Verstößen verurteilt. Ihm wurde eine lange Zeit auferlegt, allerdings mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 14 Jahren. Nach Ablauf dieser 14 Jahre wurde beschlossen,
eine medizinische Bewertung durchzuführen, deren Ergebnisse zeigten, dass es noch zu früh für seine Freilassung war. Im Mai 2016 wurde er aus dem Franklin-Gefängnis im County Durham in eine Polizeistation verlegt, um ihm neue Erklärungen in den Fällen von Karen und Nicola vorzulegen. Vor den Ermittlern stand erneut Russell Bishop. Dieser Durchbruch in den Ermittlungen wurde dank der Bemühungen der Ermittlungsbehörden möglich, die bereits 2012 das Forschungszentrum Eurofins mit der Untersuchung beauftragten. Das beteiligte Team von Experten spielte eine Schlüsselrolle in der Untersuchung und ermöglichte es, viele Verstöße zur Verantwortung zu ziehen. Besondere Aufmerksamkeit erregte die Arbeit von Roy Green, einem leitenden Wissenschaftler bei Eurofins, der sich im August 2012 der Analyse einer begrenzten Menge von Beweismitteln widmete. Seine Hauptaufgabe bestand darin, einen in der Nähe der Eisenbahn gefundenen Kleidungsstück auf DNS von Bishop zu untersuchen. Da es vor 30 Jahren, als der Vorfall begangen wurde, solche modernen Technologien noch nicht gab, waren die Ergebnisse der Analyse entscheidend. Sie bestätigten, dass der Pullover tatsächlich Bishop gehörte, und auf Nicolas Kleidung, die sie an jenem Abend trug, wurden Anzeichen gefunden, die auf Bishop hinwiesen. In der juristischen Welt gibt es eine Regel, die besagt, dass eine Person nicht zweimal für dasselbe Verbrechen angeklagt werden kann. Diese Regel wird in den meisten Ländern anerkannt. Doch im Dezember 2017 hob das Berufungsgericht das Freispruchurteil auf, mit dem Russell Bishop im Jahr 1888 freigesprochen wurde, und setzte eine neue Gerichtsverhandlung für den 15. Oktober 2018 an. Ihm wurden erneut Vorwürfe im Zusammenhang mit den Verbrechen an Nicola Fellows und Karen Hathaway gemacht. Vor Gericht bestritt Bishop seine Schuld, aber am 10. Dezember 2018 wurde er für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 36 Jahren verurteilt. Er kann nicht vor Erreichen des Alters von 88 Jahren freikommen. So endete die Untersuchung des mysteriösen Falls. Und der Schuldige erhielt die verdiente Strafe. Die Geschichte fand ihren Abschluss am 19. Mai 2020, während Russell Bishop noch im Gefängnis war. Am selben Tag wurde Jennifer Johnson, Bishops langjährige Lebensgefährtin, zu 6 Jahren Gefängnis wegen falscher Aussagen verurteilt, was eine wichtige Rolle in der Untersuchung spielte.